In einem Satz haben wir untersucht, welche technischen und physischen Merkmale einen schnelleren Start von einem weniger schnellen Start am besten unterscheiden können. Wir wissen, dass in BMX, wer schnell aus dem Gate kommt, einen wichtigen Vorteil in den Rest des Rennens mitnimmt und dass ein guter Start für ein gutes Resultat etwas vom Entscheidendsten ist. Der relative Einfluss von verschiedenen technischen Kriterien in physischen Fähigkeiten zur Gesamtleistung war jedoch nicht offensichtlich. Die Ergebnisse sollten Trainer und Athleten helfen, die wichtigsten Einflussfaktoren im Training zu priorisieren und dadurch zielorientierter zu trainieren. Wir analysierten für mehrere Starts bei mehreren Athleten das Bewegungsmuster des Rads, vor allem unmittelbar vor der Öffnung des Gates, sowie die Entwicklung der Pedalkraft und Geschwindigkeit, als das Rad der Rampe herunter beschleunigte. Wir haben herausgefunden, dass der Vorwärtsschwung, den man mit einer gut getimten Ausholbewegung schon vor dem eigentlichen Start generieren kann, eine entscheidende Rolle spielt. Damit entsteht für den technisch geschickten Athleten eine Art fliegender Start. Danach baut man diesen Schwung über die Trittleistung weiter aus. Hier haben wir festgestellt, dass eine explosive erste Umdrehung sehr wichtig ist, dass aber der Einfluss von der Trittleistung in der späteren Phase des Starts abnimmt, als die Rampe steiler und das Rad schneller wird. In der Trainingspraxis sollten diese Ergebnisse eine klarere Priorisierung der Ausholbewegung und des ersten Tritts zur Folge haben. Innovative Trainer werden auch überlegen, wie sie diesen Faktoren überwachen können, um Defizite und Fortschritte ihrer Athleten erkennen zu können.